Willkommen zu unserer HI-Vollkostenrechnung. In diesem zweiten Video zur Kostenträgerstückrechnung beschäftigen wir uns mit der Ermittlung des Angebotspreises, nachdem wir uns im ersten Video schon mit der Berechnung der Selbstkosten beschäftigt haben. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, worum geht es bei der Kostenträgerstückrechnung? Zum ersten um die Erfassung der anfallenden Kosten pro Kostenträger, der Selbstkosten eben. Zum Zweiten überprüfen wir die kalkulierten Kosten im Rahmen der Nachkalkulation und zum Dritten, und das tun wir jetzt, ermitteln wir den Angebotspreis im Rahmen der Kalkulation. Wir verwenden hier die Zuschlagskalkulation und starten mit den Selbstkosten. Die Selbstkosten ermitteln wir, indem wir die Einzelkosten hernehmen und alle Gemeinkosten addieren, die wir auf einen Kostenträger zuordnen können, und haben dann die Selbstkosten. Das heißt, alle Kosten, die wir dem Kunden verrechnen, um schon mal keinen Verlust zu machen. Allerdings wollen wir ja auch einen Gewinn machen. Deshalb schlagen wir auf die Selbstkosten einen Gewinnzuschlag. Hier im Beispiel von 12% auf und haben dann den vorläufigen Angebotspreis oder VAP genannt. Allerdings kann es auch sein, dass wir einen Vertreter hier zwischengeschaltet haben und dem eine Provision bezahlen müssen. Die wollen wir natürlich nicht selbst bezahlen, sondern die soll der Kunde bezahlen. Also schlagen wir die Vertreterprovision auf den vorläufigen Angebotspreis auf, hier in diesem Beispiel 5%, und haben dann den Barverkaufspreis. Wenn der Kunde das Konto abziehen will oder darf, dann rechnen wir das vorher ebenfalls in den Preis mit ein, also gewährt das Konto, in diesem Beispiel 2%. Und wir kommen zum Zielverkaufspreis. Auf den Zielverkaufspreis kommt dann eventuell noch ein Rabatt drauf, den wir gewähren, und dann haben wir den Angebotspreis. Man sieht also, alle Abzüge, die wir dem Kunden eventuell erlauben, rechnen wir vorher auf den Preis mit drauf. Allerdings müssen wir hier aufpassen, wie wir das Ganze tun. Es gibt hier zwei Möglichkeiten, eine progressive Rechnung von oben nach unten und eine retrograde Rechnung von unten nach oben. Man sagt auch progressiv vom 100, retrograd im 100. Was das bedeutet, sehen wir uns jetzt an. Die Selbstkosten nehmen wir mit 100%, den Gewinn hier mit 12%, und dann haben wir den vorläufigen Angebotspreis von 112%. Wie sieht es dann aus mit dem Barverkaufspreis und mit dem Zielverkaufspreis? Hier drehen wir das Ganze um. Wir gehen also retrograd vor. Wir rechnen von unten nach oben. Wir setzen jetzt den Zielverkaufspreis mit 100% gleich und ziehen die 2% das Konto ab und haben den Barverkaufspreis mit 98%, dann den vorläufigen Angebotspreis mit 93%, wenn wir zusätzlich noch die Vertreterprovision abziehen. Genau das Gleiche machen wir, wenn wir vom Zielverkaufspreis auf den Angebotspreis rechnen. Wir setzen hier den Zielverkaufspreis mit 90% an, addieren dann 10% und kommen auf 100% für den Angebotspreis. Warum machen wir das jetzt so kompliziert? Wird, glaube ich, gleich klarer, wenn wir uns ein Beispiel ansehen. Wir kalkulieren zum Beispiel jetzt mal vom 100, das heißt, wir setzen den Zielverkaufspreis mit 100% gleich, den Rabatt 10% und den Angebotspreis dann mit 110%. Und wenn wir das tun, nehmen wir mal an, Zielverkaufspreis 1000 Euro, dann kommen wir auf einen Angebotspreis von 1100 Euro. So, jetzt sagt der Kunde, na gut, ich kann also einen Rabatt von 10% abziehen. 10% von 1100 macht nicht 100, sondern 110 Euro. Also zahlt uns der Kunde nur noch 990 Euro, und das ist nicht das, was wir gerne hätten. Also müssen wir es anders machen. Wir machen genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir rechnen retrograd, das heißt im 100. Im 100 heißt, der Endbetrag, also der Angebotspreis, ist 100% und der Zielverkaufspreis
ist 90%, 100% minus den Rabatt. Und jetzt haben wir 1000 Euro, nach wie vor Zielverkaufspreis. Das ist das, was wir gerne haben würden von unserem Kunden. Und die 10% entsprechen jetzt 111 Euro und 11 Cent. Warum? Weil 1000 Euro nicht mehr 100% sind, sondern nur noch 90% und 10% dann 111 Euro und 11 Cent. Und 100% sind dann 1111,11 Euro. So, der Kunde sieht die 1111,11 Euro, zieht 10% Rabatt ab, das sind 111,11 Euro und bezahlt uns 1000 Euro. Und das ist genau das, was wir haben wollten. Also rechnen wir hier im 100, nicht vom 100. Und damit das Ganze jetzt noch ein bisschen klarer wird, hier ein Beispiel. Wir haben Selbstkosten in Höhe von 552,50 Euro. Der Gewinnzuschlagsatz beträgt 10%. Die Vertreterprovision beläuft sich auf 10%. Das Konto, den wir gewähren, beträgt 2% und wir gewähren ebenfalls einen Rabatt von 20%. Und Ziel ist es, den Angebotspreis zu ermitteln. Wenn ihr wollt, dann stoppt ihr jetzt das Video, rechnet die Aufgabe durch und seht euch dann mit mir gemeinsam die Lösung an. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann seht ihr euch jetzt einfach gleich die Lösung an. Wir beginnen mit den Selbstkosten in Höhe von 552,50 Euro. Gut, und dann rechnen wir eben progressiv. 10% Gewinnzuschlag, also 55,25 Euro. Und kommen zu einem vorläufigen Angebotspreis von 607,75 Euro. So, und jetzt rechnen wir wieder im 100. Das heißt, wir hatten jetzt eine Vertreterprovision von 10% und einen Kontosatz von 2%, das heißt, vom Zielverkaufspreis, der 100% beträgt, ziehen wir 12% ab. Das heißt, die 607,75 Euro betragen 88%. Und dann sind die 10% Vertreterprovision 69,06 Euro. Und wir kommen auf einen Barverkaufspreis von 676,81 Euro, indem wir vorläufigen Angebotspreis und Vertreterprovision addieren. So, und das sind wiederum 98%. Jetzt rechnen wir dann davon 2% gewährtem Konto aus. Das sind 13,81 Euro und wir addieren beide Werte und kommen zu einem Zielverkaufspreis von 690,63 Euro. Dann hatten wir noch einen Rabatt, den wir gewährt haben, von 20%. Das heißt, wir setzen jetzt den Zielverkaufspreis mit 80% an. Rechnen jetzt einen Rabatt von 20% aus, das sind 172,66 Euro und kommen zu einem Angebotspreis von 863,28 Euro. Gut, und damit haben wir eigentlich die Ermittlung des Angebotspreises soweit abgeschlossen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Erfolg bei der Kostenrechnung.